Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2kTV zu einer neuen Folge von WWE2K17 My Career Mode. Wo ihr gerade seht, dass wir uns schon hier im Smackdown-Menü befinden. Das liegt daran, dass ich schon angefangen habe, die Folge aufzuzeichnen. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass ich auf das falsche Mikro gestellt habe und demzufolge war fast nichts zu hören. Ich möchte natürlich das neue Mikrofon nutzen, nicht mein Headset. Und leider ist dann eben das Menü nicht mit aufgezeichnet worden. Aber wer die letzte Folge dabei war, der weiß ja, dass es heute eine Promo gegen Brock Lesnar gibt. Und wir haben ein Match gegen Tom. Aber die Promo steht erst ja etwas später bevor. Deswegen gucken wir mal, was hier so noch so abgeht. Autoritätsziel ist heute ein 5-Sterne-Match. Schauen wir mal. Eventuell machen wir das heute mal gegen den Tom. Schauen wir mal, wie er sich so schlägt. Oh, aber los geht's. Don't change that channel. We have singles action coming up next. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns erwartet. Ich finde es ja auch cool, dass die Fehde gegen Brock Lesnar noch nicht rum ist. Wir sind ja auch in der Rangliste um den US-Title auf Platz 2. Also da sollte demnächst wohl endlich mal ein Match bevorstehen. Ein Titelmatch. Und ich meine, wenn wir den erreicht haben, dann können wir auch in die andere Rangliste wechseln, wo Brock Lesnar aktuell Champion ist. So, da melden wir uns dann aus der Halle. Aus der Arena. Immer noch interessieren, wer dieser Tom ist. Zu wem meiner PSN-Freunde der Tom gehört. Es muss ja definitiv einer davon sein, weil der hat AJ Styles hier als Logo da hinten zu sehen. Schauen wir nochmal grad. Ja, vor allem hat er die Hose von Kane an. Also das ist nichts Erstelltes hier von 2K. Hat sogar hier die Jacke, glaube ich, von AJ an. Kann das sein? Bin ich sicher gerade. Na gut. So, dann schauen wir mal. Dieses Kölner Haie T-Shirt wird übrigens auch bald ersetzt. Auch wenn der Cheese mir geschrieben hat in den Kommentaren. Vielen Dank dafür, dass er das sehr cool findet. Ist ja auch Kölner Haie-Fan. Grüße gehen raus. Oh, ich muss mich mal wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt hier mit meinem selbst erstellten Typ hier spiele. Hat ja ein ganz anderes Moveset als das, was ich so in letzter Zeit gesteuert habe. Ja, schade. Ah, haben uns gewehrt. Ich muss sagen, ich nehme eigentlich immer so, ja, so 14 Folgen im Voraus auf. Oh, das gibt's doch nicht. 9. Zu früh. Nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Och, Paige, du olle Nuss, ey. Dankeschön, wegen dir. Hat jetzt mein Rausrollen überhaupt nichts gebracht. Was hat denn der für eine Reversal-Fähigkeit? Das gibt's doch gar nicht. Ja, dankeschön. Ja, der Referee hört einfach mal auf zu zählen. Back in the ring now. Dankeschön, Herr Schiedsrichter. Kann es auch sein vielleicht? Das gibt's doch nicht. Dass, wenn Freunde von Freunden WWE spielen, dass die vielleicht auch auftauchen? Hier in der Karriere? Aber jetzt mal so, bevor das wieder schief geht. Bumm und bumm. Bleiben wir mal hoch. Och komm, ey. Ich hab nicht auf. Ey, warum geht der raus, Mann? Hab ich auch nicht gedrückt. Jetzt habe ich meinen letzten Timeout quasi geopfert. Jawohl. Das wird gefordert, ich soll mal mehr Submission-Moves zeigen. Probieren wir das mal. Nö, probieren wir doch nicht. Kann auch sein, dass ich die gar nicht mehr eingestellt habe, weil ich ja der Meinung bin, dass das ganz schöne Controller-Killer sind.
Bei mir ist sowieso beide Controller, ist mittlerweile der rechte Dualstick, das ist Gummi locker. Was heißt locker? Zerfetzt ist es. Es löst sich. Und ich weiß echt nicht warum. Da halten die Dinger 2 Jahre lang. Und dann jetzt auf einmal lösen die sich auf. Ja, komm. Jawohl. Ja gut, wird eh noch nicht ausreichen. Gehe ich mal stark von aus. Na, schauen wir mal, ob der sitzt. Er hat orangen Oberkörper. Das könnte natürlich was werden. Natürlich kontert er das, ey, du Lutscher. Ja, dankeschön. Er hat einen Finisher. Das ist nicht cool. Ach komm, ey. Nein. Ja gut, da kommen wir locker raus. Aber schon interessant hier. Bei mir wird das alles immer geblockt. Ach Mann, zu spät. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch so eine Anzeige kommt. Ja, jetzt müssen wir mal hier. Mann, ey, das gibt's nicht. Das ist so nervig seit dem Patch. Da wird echt alles mittlerweile reversed. Ey, der hat meinen Move geklaut. Den habe ich mir eingestellt. Zu spät, ist klar. Man soll nicht mehr drücken. Soll ich das erahnen, dass das da jetzt kommt, oder was? Ja, wieder zu früh. Okay, das kann ich verstehen. Das war wirklich ein bisschen früh. Zu spät verstehe ich jetzt nicht. Ey, ist klar. So, jetzt haben wir mal was. Endlich. Der war sehr wichtig. Ja, da ist wieder diese geile KI hier. Ja, komm, lass ihn runter. Alles wird reversal, das ist furchtbar. Ja, wieder zu früh. Was? Zu früh? Wollt ihr mich verarschen? Ja, zu spät. Jetzt haben wir ihn. Und verhindern dadurch den Signature bei ihm. Schnauze voll. Da verzichte ich mal dezent auf das 5-Sterne-Match, weil mir ist das irgendwie gerade zu krass hier. Komm schon. Schauen wir mal, ob es das war. Nee, er kommt raus, das gibt's doch nicht. Es war so klar, dass das wieder jetzt geblockt wird. Zu spät, ist klar. Wollt ihr mich verarschen? Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. Es gibt einfach Dinge, die werden verschlimmbessert hier in dem Spiel. Zu früh. Natürlich. Es stand doch da. Wie kann ich ihn so früh drücken, wenn es da steht? Jawohl, den konter ich. Der war nicht unwichtig jetzt. Mann. Ey, er macht nicht das, was er soll. Ja, es war klar, dass das jetzt wieder passiert. Och, Mann, ey. Zu spät. Scheiße, ich glaube, das war's jetzt.
Jawohl, ich hab gekontert, Oh, natürlich, und er zieht ihn auch wieder. Alter, willst du mich verarschen? Lächerlich. Okay, so langsam muss ich mir was einfallen lassen. Nein, leg dich doch nicht so hin. Oh nein. Jawohl, wenigstens direkt rausgekommen. Wieder zu spät. Eigentlich ein Match, das dürfte ich gar nicht gewinnen, so wie ich hier auf die Fresse krieg. Der Tom ist schon ein starker Mensch hier. Ein richtig starker Mensch. Oh nein. Zu spät, natürlich. Mann. Ja, das wird's gewesen sein, Leute. Macht mich der Tom kalt. Tipp ich mal stark. Ich komm raus. Ich komm ernsthaft raus. Ey, das gibt's ja nicht. Und wieder zu spät. Es ist lächerlich einfach. So, jetzt. Oh, jetzt kein Bock mehr. Er kontert das? Bitte was? Bitte was? Natürlich. Natürlich. Ja, das wird's aber gewesen sein jetzt. Hat ein bisschen was vom Match gegen Brock Lesnar, beziehungsweise den Backstage-Fight letztens. Hey, keine Chance. Keine Chance. Joa, gibt man eine Niederlage wieder. Ach du Gott, ey. Gegen Tom verloren. Das ist nicht gut für meine Ranglistenbewertung. Ja, der Player. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was uns noch bei der Promo gegen Lesnar erwartet. Promos verkacke ich ja traditionell. Ich müsste eigentlich mal das nehmen, wo ich denke, dass ich das auf gar keinen Fall nehmen würde. Ja, da ist er. Das Bröckchen. Ich soll vielleicht gerade keine Schokolade essen. Ist ja unhöflich, mit vollem Mund gleich zu reden. Ich soll ja vorlesen, was der hier für einen Stuss verzapft. So. Ich bin das größte Talent, das je einen WWE-Ring betreten hat. Kriegt ihr das in eure Holzköpfe? Ich bin besser als Ric Flair, besser als Bret Hart, besser als Stone Cold Steve Austin. Nach meiner Karriere werde ich in der WWE mehr Anhänger, mehr Verehrer haben als Gott. Ihr habt Glück, denn heute Abend wird Geschichte geschrieben. Okay. Das ist doch nett. Lass mich raten, jetzt komme ich zum Ring. Sensationell. Wer hätte damit gerechnet? Ja, lass dir Zeit, dann kann ich Schokolade essen. Ja, der braucht aber schon ganz schön lang, oder? Ich weiß eh,
Ich werde jetzt die logischste Antwort nehmen. Das wird nicht gut ankommen. Ich spare euch seine Tirade. Es ist toll hier zu sein. Ich kläre solche Sachen wie ein Mann. Begrüßt mich mit Respekt. Ich erspare euch seine Tiraden. Sehr gut. Das hat mal funktioniert. Ich kann nicht einfach rumstehen und euch zum Opfer dieser Luftpumpe machen, die mir gerade im Ring gegenübersteht. Gestattet mir die Freude, euch tollen Leuten seine ausufernden Tiraden zu ersparen, bevor noch alle hier in der Arena schneller einnicken, als man Schlafmittel lagen kann. Bombe, oder? Da muss ich erst mal drauf kommen, auf so einen Text. Oh, schlechte Wahl bei Lesnar. Für wen zum Geier hältst du dich, so hier rauszukommen und mich zu unterbrechen? Du bist unwürdig, dich in meiner Gegenwart aufzuhalten. Du bist ein Niemand. Das Totem ganz unten am Pfahl. Das Allerletzte. Verdammt, du bist nicht mal gut genug, mir die Stiefel zu schnüren. So, vielleicht kriegen wir jetzt die Promo hin. Ich glaube, das könnte eine Vorentscheidung sein, wenn das jetzt die richtige Wahl wäre. Du weißt unser Bissen nicht, du verständnis, du bist immer noch nicht ruhig. Kein, was? Du bist immer noch nicht ruhig, würde ich mal sagen. Jawohl! Nochmal einen Punkt. Weißt du, ich bin hier rausgekommen, damit du endlich mal die Klappe hältst. Vielleicht hast du die Botschaft nicht mitbekommen. Hey Leute, helft mir mal dabei. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Hammer, oder? Echt, ich bin Promo-Gott. Wenn du nicht bald deine Lügen für dich behältst, mache ich deine freche Klappe für dich zu. Du hast ungefähr 3 Sekunden, um dich zu entscheiden, wie du diesen Ring verlassen willst. Du kannst von allein gehen oder rausgetragen werden. Für mich macht es keinen Unterschied. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Was rufen die? We want books. Wir wollen Bücher. Wir wollen... Diese Worte auch untermauern, hau ich einfach auf der Stelle um. Du gehst mir schon lange genug. Ich ertrage diesen Mist nicht mehr. Ich ertrage diesen Mist nicht mehr. Schlechte Wahl. Es war eine schlechte Wahl. Warum ist das eine schlechte Wahl? Ich kann diesen Mist von dir nicht mehr ertragen. Ganz egal, ob heute, morgen oder nächsten Monat. Wir beide werden gegeneinander antreten und diese Sache ein für alle Mal klären. Scheiße, wenn der jetzt eine gute Wahl trifft, dann habe ich garantiert mal eine Promo verloren. And the millions! And the millions! Will the Rockets sagen? Not exactly. Vergiss die Autorität. Vergiss all diese Leute hier draußen. Vergiss die Zuschauer daheim. Vergiss deine Freunde, deine Familie. Hör auf dich selbst, auf diese lästigen Stimmen in deinem Kopf, die dich fragen, willst du das wirklich tun? Das willst du nämlich nicht. Vertrau mir. Uiuiuiuiuiui. Aber es war keine gute Wahl anscheinend von ihm, die Promo. Das ist gut. Das heißt, ich könnte mal eine Promo gewinnen. Was auch sensationell ist. Gab's noch nicht so oft. Sehe, dass du Angst hast. Ich fasse mich kurz, wenn du bist nicht tapfer. Du bist dumm. Dein aktuelles ist deine eigene Schuld. Ja, klingt gut, oder? Jawohl, gute Entscheidung. Was ist mit dir passiert? Du bist hier draußen, tust dies, sagst das, bist ein Feigling. Du warst mal so anders. Weißt du was? Deshalb hasse ich das WWE-Universum gerade so sehr. Deshalb hasse ich dich gerade sehr. Dein aktueller Zustand ist nur deine eigene Schuld. Ja, der hat nämlich gedopt bei UFC und das wird jetzt garantiert auch hier mit eingebracht. Promoleistung, sensationell. Da müsst ihr euch einen Screenshot von machen. Meine beste Promoleistung ever. Haben wir eigentlich auch schon den Namen von der Folge? Meine allerbeste Promo. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Also ich will mal ganz ehrlich mit dir sein. Ich will mit dir kämpfen. Ich will dir wehtun. Und wenn du mir nochmal ausweichen willst, kann ich dir garantieren, dass ich dein komplettes beschissenes Leben auf den Kopf stellen werde. Also genau genommen hat Brock Lesnar ja noch keinen einzigen Kampf gegen mich gewonnen. Aber gut. Soll er mal auf den Kopf stellen. Folge geht ganz schön lang hier wegen der Promo. Die Promo geht ja länger als das Match von ihm. Letzte Wort, ich verschwende keine Sekunde mehr an dich. Du komm zu mir, wenn du bereit bist. Ich bin wegen des Kampfes hier, mir egal, wann es soweit ist.
Ja, mir egal, wann es soweit ist. Jawohl, noch eine gute Reaktion. Mir egal, wo oder wann es passiert. Am Ende werden wir beide kämpfen. Wir werden in diesen Ring steigen, um einander windelweich zu prügeln. Und nur einer von uns wird am Ende noch auf den Beinen stehen. Wenn du Manns genug bist, dich mir zu stellen, dann sag Bescheid. Ich werde schon warten. Immer und überall. Ja, ich renne nicht weg. Das war aber echt mal eine gute Promo. Das ist zwar nicht die Hälfte erreicht, aber ich glaube, das geht doch gar nicht. Oder? Geht das? Weiß das jemand von euch? Wait, what? Well, yeah, I think I'll just leave that alone. You should. We all know the WWE has been known to go. Oh, guckt euch das mal an, wie mir um mein Face startet. Ich habe sogar eine Trophäe gerade bekommen, sprachlos. Rivalenpunkte gehen auch noch gut nach oben. Ja, sehr schön. Das war doch überzeugend, oder? Das war überzeugend. Joa, das war's damit. Oh, wir müssen noch die anderen Matches hier weiter. Baron Black gegen Seth Rollins. Das war's dann mit der heutigen Folge, wollte ich sagen. Sehen uns dann morgen beim Main Event wieder, wo ich mal gespannt bin, wer unser Gegner sein wird. So, ein Match gegen Finn Balor hatten wir vor ein paar Tagen erst, aber gut, ist okay, es gab es noch nicht so oft, deswegen, Leute, ich bin an dieser Stelle raus, hoffe euch hat es heute gefallen, vielleicht könnt ihr die Promo irgendwie für eure Promos nutzen, so quasi als Tutorial, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, über ein Abo freue ich mich auch wie immer, ich bin an dieser Stelle raus, wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Weihnachtszeit, ist ja jetzt schon nach Nikolaus, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist, ich glaube so der 9. oder so. Lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Tag, macht's gut, bis morgen und ciao.